Hallo und herzlich willkommen hier bei Wolfenstein Youngblood. Ja, ich habe schon mal kurz reingestartet, sag ich mal, auf ein neues Spiel. Wir sind jetzt hier bei der Auswahl der Personen, die wir treffen können. Einmal Jess oder Sof. Und es sind Zwillingsschwestern, von daher die gleichen Fähigkeiten haben sie, aber sie haben verschiedene Startwaffen. Und wir können unten uns Informationen anzeigen. Also das sind auch die Blazkowicz-Schwestern. Also nehme ich mal an, wir haben ja rausgefunden, dass die ja Zwillinge kriegen oder zwei Kinder kriegen. War ich jedenfalls der Meinung in den letzten Teilen. Und das sind die beiden wohl, ne? Und Jess startet mit einem halbautomatischen Sturmgewehr. Was man ja natürlich kennt aus den alten Teilen. Ja gut, irgendwann sind ja eh alle Waffen verfügbar, ne? Gut, Korbsitzung. Haben wir eh nicht, weil ich spiele das ja alleine. Die startet mit. Ja, aber ich wollte gerade die Information zu. Achso, während Zoff ein Kugelgewehr bis kurze bis mittelritter hat. Ich will. Oh, generell Jess nehmen. Fängt mit dem J an, finde ich cooler. Deswegen wählen wir die aus. Blauer Hai. Goldener Adler. Also blauer Hai. Also, das sieht so komisch aus. Das sieht, finde ich, brutaler aus. So mit schwarz, ein bisschen Gold. Nehmen wir das. Hammerkopf, Bolzenkopf. Der schmaler, der ist ehrlich. Das sieht ein bisschen geiler aus. Pistole. Oh, mit Schalldämpfer. Maschinenpistole. Ganz ehrlich, ich will ein bisschen sneaky vorgehen. Wir nehmen die Pistole. Messer oder Beil. Boah, geil, was man alles auswählen kann. Messer schon cool, aber ich fand in den letzten Teil auch das Beil einfach nur nice. Vor allem mit Werfen und so finde ich das irgendwie cooler als ein Messer. Rambock. Tarnung. Ganz ehrlich, Tarnung. Rüstungsgeste, Gesundheitsgeste. Das ist mir so eine geile, yo. So. Und nehmen wir die Gesundheitsgeste. Das ist meine Einstellung. Jess, Goldener Adler, Hammerkopf, Pistole, Beil, Tarnung, Gesundheitsgeste. Spiel hosten, schnelles Spiel, Spiel beitreten. Ein Pop-up-Spiel, eine Spielsuche-Beispiel, ein Spiel hosten und Coop-Einstellung festlegen. Alter. Warum muss ich denn ein Spiel hosten? Öffentlich, nur Freunde, privat, niemand, offline. So, ja, weiterhin darf Buddy Pass benutzen, Spiel starten. Ganz ehrlich, ich will das alleine spielen, ich will kein Koop und nix. Also jetzt, naja. Liberated America, near Mesquite, Texas. Spring 1979. Spring? War das Sommer oder war Frühling? Warum sind da eigentlich so Schlieren? Das war leicht was zur Vergangenheit, so nach dem Motto. Oh, Mr. Blazkowicz. Konzentrier dich, Jess, komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Hat bestimmt seine Herde verloren. Fünf noch. Sieht ängstlich aus. Ja. Hat sich wahrscheinlich im Sturm verirrt. Weiß nicht recht. Kann ich schießen? Ah. In solchen Momenten musst du deine Umgebung genau beobachten. Du wirst eins mit dem Visier und konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Und nimmst immer noch deine Umgebung wahr, Liebes. Ja. Okay, gut. Was kannst du spüren? Dass es bald regnet. Gut. Was noch? Ich weiß nicht, da ist ein Rudel Kojoten, ungefähr 100 Meter nordöstlich von hier. Fünf noch, Sophia. Kick!
Krasse Sinne. Die Hände hoch. Nochmal. Nein, ich kann nicht mehr, Mama. Dann stirbst du. In diesem Moment haben sie dich. Wir sterben, weil wir es zulassen. Du kämpfst gegen einen großen, indoktrinierten Germanen, der den Schmerz eine Sekunde länger aushält. Und dann bist du Geschichte. Wann hört es auf, Mama? Das würde ich auch gern wissen. Überleben bedeutet, das Leid anzunehmen, es mit sich zu tragen. Okay. Los, jetzt fünf noch. Jetzt noch fünf. Hey, keine Kraftausdrücke. Papa? Ja. Was noch? Papa? Gehst du? Oh Gott! Oh Gott! Situationsbewusstsein rettet dir das Leben. Komm jetzt, schieß, bevor es regnet. Für dich, Kenneth. Ich dachte schon, dir fehlt der Killer in. Leck mich, Arthur. Hey, ihr zwei. Seid nett zueinander. Was? Das ist ein Kompliment. Halt die Klappe. Unsere Mädchen sind junge Frauen geworden. Wann ist das passiert? Gute Frage, ne? Ich muss aus dem Regen raus. Okay. Ich weiß nicht, warum diese Schlieren immer noch da sind. Ich sehe sie auch sogar in der Aufnahme rechts. Ich hoffe, das ist entweder nach dem Video weg oder ich muss das Spiel einmal neu starten, weil ich die Grafikeinstellung umgestellt hatte. Und vielleicht deswegen. Ne, jetzt scheint es normal zu sein. Ne, unten im Schwarz immer noch. Skalpell? Ist generell noch. Was ist denn da los? Seid also Schwestern, c'est bien ça? Zwillingsschwestern. Und euer Vater ist der berühmte Captain Blaskowitz persönlich? Außer Abby hier. Sie ist eine Freundin der Familie. Wir wissen, dass er hier war, Ma'am. Er hat hier etwas gesucht. Und dann half er uns gegen das Regime. Aber auf einmal war er weg. Plus de terre, s'il te plaît. Hast du Antibiotika, Jacques? Oh, armer Jacques, er ist stumm. Was willst du mit Antibiotika? Er hat eine Bauchfellentzündung. Und woher weißt du das? Wollner Unterleib, schnelle Atmung, sein Bauchfell ist schwer entzündet und das kann Sepsis und Tod zur Folge haben. Er braucht Antibiotika. Oh, komm mal her und hilf mir, hm? Ich verzichte. Ma'am, bitte. Jeder hier nennt mich Juju. Hilfst du uns, ihn zu finden, Juju? Ihr tragt Motorrüstungen? Ja. So etwas haben wir hier nicht. Schon mal geschossen? Absolut. Habt ihr schon mal Nazis getötet? Wir sind geboren, um Nazis zu töten. Hast du gehört, Jack? Geboren, Nazis zu töten. Wir haben keine Nazis getötet. Ja, Arthur, aber das muss ich ja nicht wissen. Also schön. Ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Großwildjäger wie euch. Nachdem Berlin General Luther Brand seiner Macht enthoben hatte, wurde ein neuer General geschickt, um den Aufstand in Paris niederzuschlagen. Er hält sich auf einem Zeppelin mit dem Namen der Nachtfalter auf. Tötet ihn. Dann suchen wir weiter nach eurem Vater. Was? What the heck, wo ist denn unser Vater?
ein Nazi. Was meinst du? Wir müssen ihn töten. Nein, wirklich, Arthur, wie ist der Plan? Ein sauberer Schuss von hier oben? Du musst noch so viel lernen. Du wirst ihn verfehlen. Einen Scheiß muss ich lernen. Ja, ja, wir müssen versuchen, näher ranzukommen. Klettere darunter. Ich schleiche mich von links an, du von rechts. In die Enge treiben und töten. Hey, heulst du etwa? Ich heule nicht, mir ist nur etwas übel. Warte, was ist mit den Schwestern los? Niemals. Dann mal los, kleine Miss Blazkowicz. Mach einfach, was deine Eltern tun würden. Ja, ja. Was deine Eltern tun würden. Und ich hoffe, die Musik ist nicht GEMA geschützt. Keine Bewegung! Das wirst du noch bereuen! Verletzt ist, irgendwo verblutet. Wir schaffen das. Wir finden ihn. Machst du Witze? Wir kriegen das hin, Schwesterherz. Scheiße, ja. Okay. Dran, Mädels. Ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Verstanden, Äbster. Okay, ich muss hier mal kurz einen kleinen Cut machen, weil ich habe diese Schlieren immer noch. Ich werde einmal kurz das Spiel neu starten, damit wir ohne sowas hoffentlich weitermachen können. So, jetzt, ich habe nochmal meine Grafikeinstellung umgestellt. Also es ist, diese Schlieren, keine Ahnung warum, sind halt immer noch da. Ich hatte sogar eben so krasse FPS-Einbrüche mit meiner Grafikkarte, dass es absolut gar nicht ging. Sein Neosoldat. Ich habe auch schon deswegen gerade dessen Waffe. Also nicht wundern. Zack. Ich hoffe, wenn wir jetzt hier gleich runterfahren, dass wir... Ja, auf Soft warten. Okay. Okay, weil hier hatte ich extreme FPS-Probleme und Einbrüche und konnte mich kaum noch bewegen und alles. Und hatte auch Codierungsverzögerungen und zum Unfall. Ich sag mal, jetzt sieht man das gar nicht mehr mit den Schlieren, oder? Nee. Ja, doch, ganz leicht sind als noch da. Das ist ärgerlich. Guck mal, hier kannst du. Mal im Korb. Ich hoffe, das ganze Spiel basiert nicht darauf, dass geteiltes Leben, ja. Türen. Wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn finden. Jo.
So. Aber der hat meine Audioeinstellung gefühlt nicht übernommen, oder? Audio? Doch, Musik ist aus. Dann ist das irgendein anderes Scheißradio, was hier jetzt läuft. Das ist natürlich echt nervig. Ich hab eine Pistole. Damit hätte ich easy die leisen Kills machen können. Was ist da denn los? Ich wechsle die Position. Mega krass und voll extrem, Jet. Ja, nur die Ruhe. Keine Diskette. Als Ernst. Dass hier die ganze Zeit diese Kackmusik läuft, ey. Sehr interessant. Das werde ich mir mal angucken. Ja. Wir brauchen einen Computer zum Entschlüsseln. Ja, den habe ich schon gefunden. 8431. Diese Arschlöcher haben nicht mit den Blaskowitz-Schwestern gerechnet. Absolut nicht. Oh. Oh, wir müssen da erst noch woanders hin. Da. Tür öffnen. Los. Ah, das kostet also Münzen. Oh, was man alles verbessern kann. Krasser Scheiß. Okay. Mit Blatt. Butterfly. Pfeil, Tomahawk, Cyborg-Pfeil. Oh, ich nehme gerne Cyborg-Pfeil. Ist nochmal geiler.
Kugelgewehr, Nahkampf, ja, Sprunggewehr. Komm. Sof, beeil dich mal. Alles in Ordnung, Jess? Absolut bestens. Alle Gegner, denen du beginnst, können Alarm schlagen, wenn sie sich und. Okay.